Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht der Pfeiltest weiter und heute geht Stock und Stein und in die Pfanne hauen in die zweite Runde. Bleibt dran! Falls du Teil 1 noch nicht gesehen hast, findest du den hier. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir überhaupt keine Steinstücke mehr haben, sondern nur noch die Holzplatten und nur noch die Pfanne. Wer Teil 1 gesehen hat, weiß, wie viel Arbeit das mit dem Stein war und wie viel ich da gebuddelt habe. Dementsprechend war ich echt froh darüber, dass der Stein weg war und habe den einfach ausgelassen. Das ist natürlich schade für alle, die jetzt Steinergebnisse unbedingt sehen wollen, aber ich denke, die Pfanne spricht für sich und auch das Holz spricht für sich. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine weitere Zeit. Unser erster Teilnehmer für heute ist Steambo und film ab. Wir schießen zuerst eine Übungsspitze aufs Holz, einen Botkin aufs Holz, dann die leichte Kriegsspitze aufs Holz und dann einen Botkin in die Pfanne und dann einen schweren Spezialfall in die Pfanne. So, los geht's. Das Holz. Okay, die Übungsspitze steckt. Der Botkin steckt und die leichte Kriegsspitze steckt. So, und jetzt die Pfanne. Der Botkin schepper, schepper und die schwere Kriegsspitze. Und auch die steckt, genau wie bei Gauguin. So, jetzt gucken wir mal. So, hier, wir haben eine Übungsspitze, die, ja, eingedrungen ist und auch steckt. Kriegen wir die wieder raus? Ich versuch's mal durch leichtes Hebeln. So leicht, dass ich den Schaft aber nicht verbiege. Würde so rumrütteln hier. Boah. Shit. Gut, müssen wir später nochmal. Ach du Scheiße. Ach du holy Alter! Da. Okay. Also, das ist ja ein. Eieieiei. Heftig. Heftig. So, und der Botkin. Der ist auch noch perfekt gerade, das gibt's ja nicht. Also unfassbar. Und die Spezialkriegsspitze. Ja. Die können wir raushebeln und alles gut. Oh! Oh, oh, sie hat die Spitze von der Spitze verloren. Gut, das ist so. Aber sieht noch ganz gut aus. So, der Botkin für die Pfanne. Ich würde sagen, das war der Impact hier oben. Der ist neu und passt perfekt und ist übrigens auch durch. Also da ist ein kleines Löchlein durchgegangen. So, und jetzt, okay, die Spezialspitze ist auch durch. Richtig durch. Und die ist nicht verbogen. Da ist nix. Was? Weder Schaft verbogen noch Spitze verbogen. Ja gut, für euch sieht es jetzt natürlich verbogen aus. Das ist die Linsenkrümmung. Nee, aber da ist halt die Spitze abgebrochen. Die Spitze von der Spitze. Aber das ist auch mit Abstand der heftigste Pierce. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass die Steambo-Pfeile viel, viel, viel anfälliger sind. Durch das Metallröhrchen, was drin ist. Ah, ey, aber die Übungsspitze kriege ich da nicht raus, ne? Nein! Nein! Also mit dem Botkin kommt da durchs Holz durch und das auch nicht zu knapp. Aber die Übungsspitze kriegt ihr nie wieder raus. Also, wenn man es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, eine Zielscheibe aus Holz. Ist keine gute Idee. Und eine Pfanne als Zielscheibe logischerweise auch nicht. Unser nächster Teilnehmer ist crossbowtuning.com und hier gibt es wieder eine Übungsspitze, also den Top-Hat, dann den Botkin und eine Kriegsspitze hinterher aufs Holz. Den Stein sparen wir uns. Und im Anschluss gibt es genau das gleiche noch einmal, also alle drei auf die Pfanne. Warum alle drei? Warum die Übungsspitze? Naja, die Übungsspitze ist ein VA Top Hat. Nachbildung von 7.62. Legendäres Kaliber, legendärer Durchschlag. Wir testen mal, was das Ganze hier bewirkt. Und vor allem, wie langlebig der ganze Shit danach noch ist. Weil das ist das, worum es mir hier geht.
nicht der Schaden am Zielobjekt. Na toll, die Kamera hier ist überhitzt. Und das, obwohl wir nicht mal warm haben. So. Der Tophead. Und der Botkin. Und die Kriegsspitze. Hä? Da seitlich ist ein Pfeil rausgekommen. Wo kommt der her? Da müssen wir uns mal angucken. Also, da liegt ein Pfeil. Woher kommt der? Was ist das? Also, wir haben hier den Tophead und den Botkin. Ja, die tun sich beide nicht so viel. Wobei der Botkin auch hier wieder dieses Aufpilzende macht. Oh, und der Tophead. Ah, okay. Der Tophead ist stecken geblieben, aber nur die Spitze. Und der Schaft ist hier gelandet. Wollen wir natürlich wieder mitnehmen. Hier bleibt nichts zurück. Ja, wie wir den da rauskriegen, ist jetzt die andere Frage. So, aber die kriegen wir hier ganz einfach wieder rausgehebelt. Jo, passt. Und das gleiche auch beim Botkin, gar kein Problem. So, und die Spitze ist auch noch da, alles super. Dann hauen wir das doch mal in die Pfanne, oder? Okay, liegt da unten. Okay, liegt da hinten. Und der Kriegsfall. Okay, der liegt auch da unten. Ach, lustig. Hier taucht gerade ein Botkin von eben auf. Das ist der Botkin von Winifred Mira aus der ersten Runde, der auf den Stein ging. Und hier sehen wir ganz eindeutig, den hat es zerschossen. Die Spitze ist blanco. Und das bei einem gehärteten Botkin. Hier ist jetzt unser gehärteter Botkin von Crossbow Tuning. Und das ist der, der in die Pfanne ging. Und da ist nichts dran. Das ist krass. Sehr schön langlebig. So, dann haben wir hier unsere nächsten beiden CrossbowTuning.com-Pfeile. Und hier haben wir einmal wieder den Tophead. Und auch hier ist mal so gar nichts dran. Das ist echt super. So, und die Kriegsspitze. Okay, ja, die hat sich ein wenig verbogen. Ein wenig. Und die ist auch nicht stecken geblieben. Es ist alles nicht stecken geblieben in der Pfanne gerade eben. Dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwelche neuen Sachen sind, die wir noch nicht zuordnen konnten. Also, den und den kennen wir ja, oder? Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, das ist der hier. Das ist der. Jo. Ja. Ja, also wie man sehen kann, wenn man wollen würde, könnte man sich hinter einer Pfanne tatsächlich sogar vor den krassen Pfeilen von CrossbowTuning.com schützen. Und dann gab es die Frage, warum ich denn keinen Beschusstest auf Platten mache. Leute, ich glaube, das könnt ihr euch selber erklären, oder? Übrigens wird es auch keinen Gelatine-Test bei mir geben. Wofür auch? Ich möchte die Pfeile ja auf die Langlebigkeit testen und auf die Robustheit und nicht gucken, ob man damit jemanden töten kann. Ich glaube, man kann auch mit einem Küchenmesser jemanden töten, aber auch das werde ich nicht testen. Wer sowas sehen will, der muss dann bei anderen Kanälen gucken. Aber da gibt es ja den Slingshot-Channel, der ist ja groß genug. Und unser nächster Teilnehmer ist S&K. Eigentlich wäre jetzt Crossbow-Tuning dran und eben S&K, aber gut. So, S&K, die Übungsspitzen. Und die sind leider nur für 90er geeignet, deswegen habe ich hier nochmal den 90er. Und einen auf die Pfanne. So, und wieder der 120er. Wir schießen Botkins erst aufs Holz, dann einen Jagdbotkin aufs Holz und dann auf die Pfanne. Erst ein Botkin, dann den Jagdbotkin. So, zuerst der normale Botkin. Der steckt. Und der Jagdbotkin steckt. Und der Botkin für die Pfanne. Oh, es hat uns die Platte umgehauen. Aber so, den Jagdbotkin kriege ich sicherlich auch so in die Pfanne rein. Jo. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich und so, auch obwohl ich hier einen Laborkittel anhabe. Aber es ist recht interessant, mal zu sehen, wie diese Pfeile denn auch präzisionstechnisch performen.
Und da muss ich sagen, gibt es massive Unterschiede. Also Yak und Gorgon, die konntest du komplett dich nicht drauf verlassen, wo die hingehen, sagen wir es so. Hier bei S&K und auch bei Crossbow Tuning ist das eine ganz andere Nummer. Also das ist ja die gewohnte Qualität und auch die gewohnte Präzision. Und auch bei Steamboat, ne? Das wundert mich auch ehrlich so ein bisschen, weil die Dinger ja riesengroße Flügel haben. Also die Klingen sind in dem Fall Flügel. Ne? Wir haben hier unsere Übungsspitze. Gut, die kam jetzt echt nicht durch. Aber gut, es ist ja auch eine Übungsspitze. Die soll ja gebremst werden. Und das wurde sie offensichtlich. Die sitzt immer noch gut drin. Pfeil ist nicht kaputt. Das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. So, und der Botkin, der schlägt durch. Und sieht aber auch immer noch gut aus. Das ist ja das, was zählt. So. Komm, komm, komm. Da ist was schwerer rauszukriegen, weil er so tief drin ist. Oh. Komm schon. Oh no. Und die Spitze verabschiedet sich. Oh nein. So, und der Jagdbotkin. Ja, der hat gut gepierst. Und der ist auch noch immer saftig drin. Also der hat sich nicht verbogen. Das hätte ich bei denen gedacht tatsächlich, dass die sich verbiegen werden, weil die so dünn sind. Aber das ist auch langlebig. Klasse. Und ja, die Spitze ist auch noch immer fest verklebt. Da dreht sich nichts. Klasse, klasse, klasse. Also, oh ja, da. Hier oben. Das ist der Jagdbotkin gewesen. Hier ist er. Und daneben ist gar nichts. Alter, ja gut, der ist halt verstaubt, na klar. Aber ja, das ist definitiv sein Abdruck. Und ja, der ging auch durch. Also ein kleines Löchlein hat er reingemacht. Aber das ist ja nicht das, was zählt. Das, was zählt, ist, dass er noch immer gerade ist, keinen Abplatzer im Carbon hat und auch die Spitze noch perfekt gerade ist. Ah, und hier ist der Übungspfeil von der Pfanne. Und den hat es auch nicht verbogen. Der hat einfach nur einen kleinen Punkt vorne. Klasse, langlebig, dass sie das so aushalten. Mal eben bemerkenswert. Botkin ist aber irgendwie weg. Und jetzt kommt ein Teilnehmer, der interessiert mich brennend auch selbst mal wieder. Denn es ist die Pfeilmanufaktur Bale. Wir haben hier wieder weniger Pfeile als bei den anderen, weil die Pfeilmanufaktur Bale bietet weiterhin nur den Botkin und die Bulletspitze an. Für mich persönlich als reinen Sport- und Spaßschützen ist das perfekt, weil ich brauche keine anderen Pfeile. Ich will genau die. Und wenn man Forschung in andere Pfeilspitzen steckt, dann brauche ich das nicht. Aber jeder, der diese Pfeile haben will, geht beim Bale natürlich leer aus. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal, was können denn die Bullet? Die sind aus gehärtetem Wolfram. Botkin nicht, warum auch immer. Für mich eigentlich die falsche Reihenfolge, aber wir starten mal mit dem Test. Bullet mit 120 Pfund. Okay, und der Botkin mit 120 Pfund. Okay, und jetzt das gleiche auf unsere Bratpfanne. Okay, und jetzt der Botkin. ja, der Bullet ist ein bisschen weiter reingegangen. Aber ich glaube auch, ja, das wird wegen den beiden Löchern hier sein. Wir müssen noch einen setzen, weil ja, die beiden Löcher hier haben natürlich die Rückseite jetzt instabilisiert. Ne? Perfektes Deutsch, instabilisiert. So, der Botkin oben, der hat auch echt krass durch. Mhm. So, und den kann man aber gut rausziehen. Gut, die Spitze hat leicht einen abbekommen, aber der wird immer noch gut gehen. Ja, aber dem da, keine Chance. Keine Chance. Da musst du von der Seite drücken. Ah ja, so geht's. Yo. Shit, Mann. Das ist halt echt das Ding, ne? Dieser Schaft ist, glaube ich, echt unkaputtbar, aber die Vanes halt nicht. Das ist schade. Das hier ist Bale. Krass. Okay, und hier oben ist der Botkin rein. Ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, ne? Weil da ist natürlich nicht die Fläche. Also wir müssen noch einen Botkin hier hinsetzen, möglichst in die Mitte.
und noch eine Bullet hierhin möglichst, weil hier gibt's noch keine anderen Penetrationen. Als erstes die Bullet aufs Holz und danach der Bodkin auf der Pfanne. Der ging einfach durch. Also die Pfeile vom Bale sind faul. Die suchen sich einfach den kürzesten Weg durchs Ziel, nämlich da, wo halt schon ein Loch ist. Ja, und der ist jetzt da durchgehagelt und es hat halt die Vane abrasiert. Das heißt, den können wir zwar noch schießen, aber jetzt nicht mehr mit der Präzision, wie wir sie eben hatten. Heißt, ich gehe noch einen Ticken näher ran. Bale Bullet. Sehr schön. So, und der Bodkin. Wunderbar. Jo, die Bale Bullet, die macht halt das, was eine normale Bullet auch macht, ne? Die zerstört hier nicht alles. Hätte mich auch so wirklich sehr gewundert, wenn das jetzt wirklich davon gekommen wäre. Und ja, wie man sieht, man kann den wirklich ohne Probleme raushebeln. Ja, die sind einfach robust, ne? Krass. Oh, Junge! Und auch die Spitze sitzt noch. Top. Also die hat ganz leicht einen abbekommen. Ganz leicht, ne? Den könnte man eventuell nochmal schießen, aber eventuell nicht mehr mit dem höchsten Präzisionsanspruch der Welt. So, und wo haben wir jetzt mit dem Bodkin getroffen? Nee, das ist nicht der forensische Ermittler hier. Ne? Genau so macht man das. Ah ja, da ist er. Da ist der Einstrich. Ist gar nicht so krass. Also da fand ich die Bullet krasser. Ist natürlich merkwürdig. Eigentlich die falsche Reihenfolge, ne? Weil der eine gehärtet ist und der andere nicht. So, und jetzt wären wir eigentlich auch schon durch. Aber es fehlen natürlich noch die Ergebnisse. Und die machen wir mal eben gerade. Für die Bewertung habe ich mir folgendes System überlegt. Wenn der Pfeil nach dem Test genauso aussieht wie vor dem Test, dann gibt es 5 von 5 Punkten. Punktabzug gibt es nun, wenn die Spitze verbogen ist, wenn die Spitze locker ist, wenn der Schaft verbogen oder gebrochen ist und wenn die Spitze weg ist. Das heißt, im schlimmsten Fall hat der Pfeil 4 Minuspunkte, also nur einen einzigen Punkt. Und das wäre zum Beispiel der Pfeil bei dem hier als Beispiel. Aber jetzt ist natürlich auch so, dass nicht jeder Pfeil auf Stein geworfen wurde. Das hier sind unsere Steinpfeile. Die fallen jetzt raus für die Vergleichbarkeit mit den anderen Pfeilen. Aber wir werfen trotzdem einmal gerade einen kurzen Blick drüber. Also wir haben hier den Schaft von den Gogan 6 in Warbolts, wir haben hier den Schaft von Jack Archery, hier ist Winifred Mira einfach nur platt gedrückt, der Gogan Bodkin daneben auch platt gedrückt, allerdings um einiges flacher, Jack Archery schon wieder Schaft gebrochen, Jack Archery Übungsspitze platt gedrückt, Übungsspitze von Gogan platt gedrückt und auch Expo FMA platt gedrückt. Es ist also ganz eindeutig, der Stein setzt den Dingern richtig, richtig zu. Und tatsächlich ist der Stein der toughste Gegner und nicht die Pfanne. Dann fangen wir doch mal mit den Pfeilen von Expo, FMA und Winifred Mira an. Und hier gibt es für jeden Pfeil in der Kategorie Holz 5 Punkte. Denn die Übungsspitze hat eine Spitze, die nicht verbogen ist, die dreht sich nicht, der Schaft ist nicht beschädigt, hier ist gar nichts passiert. Das gleiche beim Bodkin. Auch hier die Spitze nicht verbogen, dreht sich nicht, Schaft nicht kaputt, alles gut. Und das gleiche auch bei der Spezialspitze. Heißt 5 Punkte, 5 Punkte und 5 Punkte. Bei der Pfanne sieht das aber schon anders aus. Hier ist der Bodkin. Gut, der sieht jetzt gar nicht anders aus. Der ist genau gleich quasi, also auch 5 Punkte. Hier ist gar nichts passiert. Und hier ist der Jagdbodkin. Und wie man sehen kann, ist die Spitze hier verbogen. Ich würde aber sagen, es wäre ein bisschen zu hart, hier zu sagen, ein Minuspunkt, weil die Spitze so verbogen ist. Ich gebe hierfür nur einen halben Punkt Abzug. Komme also für den auf 4,5 und für den auf 5. Gogan! Die Übungsspitze ist nicht verbogen. Der Schaft ist noch gerade nicht verbogen. Die Spitze nicht verbogen, nicht beschädigt. Die Spitze ist auch nicht locker, die sitzt noch saftig drin. 5 Punkte. Der Gogan Bodkin, hier ist der Schaft verbogen, auf jeden Fall und auch eindeutig. Die Spitze ist leicht verbogen. Für die leicht verbogene Spitze gibt es nur einen halben Punkt, für den Schaft gibt es aber einen Punkt Abzug, dementsprechend kommen wir auf 3,5. Und die 6 in Warbolts von Gogan sieht erstmal soweit gut aus, hier ist überhaupt nichts verbogen.
Die Spitze ist nicht verbogen, der Schaft ist nicht beschädigt, aber die Spitze ist leider locker. Und ja, das gibt natürlich auch einen Punkt Abzug, also 4 Punkte für den 6-in Warbolt. Bei der Pfanne sieht es ein bisschen schlechter aus. Hier ist nämlich ebenfalls der Schaft verbogen, aber gleichzeitig die Spitze auch locker und die Spitze auch verbogen. Ist das jetzt ein verbogen minus 1 oder verbogen minus 0,5? Drücken wir mal ein Auge zu und sagen nur 0,5, dann sind das hier 2,5 Punkte für den Botkin. Aber dafür ist doch der Gogan 6-in Warbolt unzerstörbar, oder? Fast. Hier gibt es auch 2 Punkte Minus, nämlich einmal für die Spitze, die ist eindeutig verbogen. Und da lässt sich auch nicht diskutieren, das ist minus 1 Punkt. Und natürlich dreht sie sich wieder. 2 Punkte Abzug heißt, wir kommen für den 6-in Warbolt nur auf 3 Punkte. Bei Jagd Archery sah es eigentlich ganz gut aus, Schaft komplett im Takt, die Spitze dreht sich nicht, aber die Spitze hat ein bisschen einen abbekommen. Dafür gibt es aber nicht einen Punkt Abzug, sondern nur 0,5. Das gleiche beobachten wir beim Botkin auch, der hat auch die Spitze leicht angeschlagen, dementsprechend auch hier 0,5 Abzug, also 4,5. Die Hybridspitzen, hierfür gibt es auch einen halben Punkt Abzug, denn ja, es ist einfach nicht mehr ganz unbeschädigt. Es hat einen kleinen abbekommen. Ich würde schon sagen, dass das keine jetzt verbogene Spitze ist, aber es ist halt nicht unzerstörbar. Zusätzlich dreht sich das Ganze. Dementsprechend kommen wir hier nicht auf 4,5 Punkte, wenn nur das gewesen wäre, sondern es sind 3,5. Dann gucken wir mal, wie Jack sich bei der Pfanne geschlagen hat. Und hier sehr ähnlich tatsächlich. Der Botkin hat wieder eine ganz kleine Kitsche an der Spitze. Also wieder minus einen halben Punkt. Die Spitze sieht zwar so aus, als ob sie locker wäre, das ist aber ein Produktionsfehler hier. Hier wird einfach nicht gerade geschnitten, das ist nicht durch den Test gekommen. Die Hybridspitze, die sieht ja jetzt erstmal ganz gut aus. Naja, aber die ist verbogen. Sieht man es? Ja, oder? Sollte man sehen. Die ist verbogen und zusätzlich dreht sie sich. Das heißt, es bleibt nicht bei einem Punkt Abzug. Wir landen bei 2 Minuspunkten, kommen also auf 3 Punkte. Kommen wir zu Steambo und fangen wir mal mit der Übungsspitze an, die ja komplett weg ist. Schwierig, das jetzt zu bewerten. Spitze locker, scheinbar war sie das. Spitze weg. Yo. Was haben wir hier nicht? Der Schaft ist nicht verbogen. Ja, der ist schön gerade. Aber ansonsten gibt es halt 3 Minuspunkte. Die Übungsspitze für Steambo bekommt in diesem Durchgang für Holz tatsächlich nur 2 Punkte. Der Botkin sieht da schon ganz anders aus. Er ist weder verbogen, noch ist die Spitze lose, noch hat die Spitze sich verbogen oder einen abbekommen. 5 Punkte für den Botkin. Und die Spezialspitze. Der Schaft ist perfekt gerade, er ist nicht beschädigt, bricht nicht, die Spitze dreht sich nicht, die Spitze ist augenscheinlich nicht verbogen, aber hat hier oben einen kleinen Abbrecher. Dafür werde ich jetzt einfach mal einen halben Punkt abziehen im Sinne von Spitze verbogen oder beschädigt. Also 4,5 Punkte für diesen Pfeil auf Holz. Und auf die Pfanne hat sich der Botkin von Steambo auch echt ordentlich geschlagen. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber das hier, was man da an der Spitze glänzen sieht, das ist tatsächlich der einzige Makel an dem Pfeil. Der Schaft ist noch perfekt gerade. Die Spitze dreht sich nicht. Nichts verbogen. Das ist jetzt halt die Frage. Würdet ihr hierfür einen halben Punkt abziehen, dafür, dass sich da ein bisschen die Oberfläche verändert hat? Ich würde sagen, nein. Ich würde tatsächlich hier 5 Punkte für den Botkin auf die Pfanne geben. Zum Vergleich hier nochmal ein Botkin, der diese Beschädigung nicht hat. Und die Spezialspitze, die auf die Pfanne gegangen ist. Diesmal war es die schwere. Auf Holz hatten wir die leichte benutzt. Und die sehen allgemein sehr ähnlich aus. Also hier ist auch gar nichts passiert wieder in dem Sinne. Es hat sich nichts verbogen. Die Spitze lässt sich nicht drehen. Sie ist auch nicht verbogen. Aber hier ist oben wieder die Spitze abgebrochen. Auch hier würde ich diesen halben Strafpunkt im Sinne von Spitze beschädigt geben. Also 4,5 Punkte für den Spezialfall. Wir machen weiter mit crossbowtuning.com. Und hier waren die Ergebnisse, ja, mit diesem Pfeil schon mal sehr, sehr, sehr krass. Also hier ist gar nichts dran. Ne? Die Spitze dreht sich nicht. Die ist nicht locker, kein bisschen. Der Schaft ist perfekt gerade. Die Spitze ist nicht einmal beschädigt. Perfekt.
5 von 5 Sternen. Beim Botkin sieht das Ganze sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben einen perfekt intakten Schaft. Hier ist nichts verbogen. Die Spitze ist nicht locker und die Spitze ist auch nicht verbogen. 5 von 5 Punkten. Anders sieht es aber schon aus bei den Spezialfeilen von diesem Hersteller. Denn hier gibt es leider keine gute Wertung. Wir haben hier keine Spitze mehr. Die hat sich gelockert. Und der Schaft ist sogar auch noch gebrochen. Der Übungsfeil von Steambow sieht daneben sogar noch gut aus. Weil hier kannst du ja einfach eine neue Spitze reinschieben und gut ist. Hier durch den gebrochenen Schaft nicht. Dementsprechend ein Punkt. Und es geht mit der Pfanne weiter. Kommen wir zum Top-Head auf die Pfanne. So, der sieht eigentlich echt gut aus. Also da ist zwar erkennbar, dass er einmal Metall berührt hat, aber nur an der Oberfläche. Da ist jetzt nichts verbogen oder eingedrückt oder sonst was. Finde ich schon mal klasse. Der Schaft ist auch noch in perfektem Zustand. Einzig alleine, die Spitze ist halt jetzt locker, lässt sich drehen und auch rausziehen. Dementsprechend gibt es hier einen Punkt Abzug, 4 von 5. Ja, und beim Pfannenbotkin ist wieder mal gar nichts dran. Also hier ist der Schaft perfekt in Ordnung. Es ist wirklich alles tutti, es dreht sich nichts. Die Spitze ist nicht verbogen. 5 Punkte. So, und unser Pfannenkriegsfeil, der hat es erst einmal ganz gut überstanden auf den ersten Blick. Man sieht aber, die Spitze ist leicht verbogen. Leicht. Ich gebe hierfür nur einen halben Punkt Abzug, 4,5 Punkte. Aber das Ding dreht sich, 3,5 Punkte. Und anhand dessen, wie leicht sich das schon dreht, kann man es schon fast vermuten. Aber hier kann man es jetzt noch einmal richtig sehen. Der Schaft ist eindeutig beschädigt. Und dementsprechend gibt es für diesen Pfeil nur 2,5 Punkte. Ja, dann kommen wir doch zu S&K. Ein ziemlich günstiger Anbieter. Ich hatte ehrlich gedacht, dass die Dinger jetzt komplett zerschellen im Ziel. Haben sie überhaupt nicht gemacht. Die Übungsspitze, keine Beschädigung am Schaft, keine Beschädigung an der Spitze, auch nicht locker. Es ist gar nichts. 5 von 5 Punkten. Beim Botkin das Gleiche. Diese Spitze ist bombenfest. Ah nein, doch nicht. Die Spitze ist leider lose. Und dementsprechend gibt es hier 4 Punkte für den Botkin. Und die Jagdbotkins, die ja wirklich echt sehr, sehr dünn sind hier in dem Fall, auf Holz, es ist nichts passiert. Gar nichts. Es ist krass. Ich hätte gedacht, die Dinger verbiegen sich oder bleiben stecken, Spitze löst sich, Schaft bricht, gar nichts. Perfekter Zustand. 5 von 5 Punkte für diesen Jagdbotkin. Warum auch immer haben wir hier noch eine Übungsspitze auf die Pfanne geschossen und da ist aber gar nichts mit passiert, außer dass die Spitze auch hier sich gelockert hat. Also 4 von 5 Punkten für die Pfanne. Und der Botkin, der hat es komplett überstanden. Also hier ist gar nichts passiert. Hier hat sich auch wieder nicht die Spitze verbogen oder so. Spitze hat sich nicht gelockert. Ist alles bombenfest. Der Schaft ist unbeschädigt. 5 von 5 Punkte für die Botkins von S&K. Ja, und jetzt der Jagdbotkin auf eine Pfanne. Eigentlich ja klar, dass der jetzt komplett kaputt geht, oder? Hat mich total überrascht. Der Schaft ist in perfektem Zustand. Gar nichts passiert. Die Spitze wird sich doch verbogen haben, oder? Seht ihr das? Also ich bin überrascht, wie wenig sich diese Spitze verbogen hat. Hier muss man aber doch was abziehen. Aber 0,5 oder einen ganzen Punkt sogar ist viel zu viel. Deswegen würde ich hier zum ersten Mal 0,25 Punkte nur abziehen für ganz, ganz, ganz minimal leicht verbogene Spitze. Und ich bin mir bei dieser Verbiegung tatsächlich auch sehr sicher, dass das keine Auswirkungen auf das Zielergebnis haben wird. Zusätzlich gibt es aber doch noch einen Minuspunkt, denn die Spitze hat sich gelockert und kann jetzt rausgezogen werden. Also 3,75 Punkte für diese Pfeile auf Pfanne. Und jetzt unser letzter Teilnehmer, die Pfeilmanufaktur Thorsten Bahle. Erst mit der Bullet und hier ist, ja, gar nichts passiert. Die Spitze hat überhaupt nichts abbekommen. Der Schaft hat keinen Knack, ist nicht verbogen, gar nichts. Und die Spitze sitzt auch noch fest drin. Hier dreht sich gar nichts. Genau das gleiche sehen wir auch beim Botkin, wobei wir hier eine ganz minimale Spitzenverbiegung erkennen können. Und ich würde sagen, das ist auch wieder in dem Rahmen, wo wir eben bei S&K waren. Ich würde hier 0,25 abziehen. Also 4,7 für den Botkin, weil alles andere ist wieder mal in absolut perfektem Zustand. Gar nichts dran. Nur halt wirklich dieser, ja, Millimeter, der sich hier umgebogen hat. Ne? Nee, das ist kein Millimeter. Das ist ein Mikrometer, keine Ahnung. Und jetzt auf die Pfanne gehauen. Und hier passiert jetzt schon ein bisschen was mit der Spitze. Und das, obwohl es ein gehärteter Wolfram ist.
Naja, wir haben hier definitiv einen Punkt Abzug. Das Ding hat sich verbogen und das wird auch auf jeden Fall jetzt die Flugbahn verändern. Und beim Botkin haben wir auch diesen kleinen Mikrometer oben flach gedrückt. Aber zusätzlich sieht man in diesem oberen Bereich noch wirklich einen kleinen Knick nach da. Dementsprechend gibt es hier nicht 0,25, sondern 0,5 Punkte Abzug. Und damit hätten wir jetzt die Langlebigkeit von diesen ganzen Pfeilen getestet und auch einfach mal miteinander verglichen. Was kommt denn jetzt noch für einen Pfeiltest? Naja, eigentlich sind wir durch, oder? Wie siehst du das? Was fehlt dir persönlich noch, dass dieser Pfeiltest fertig ist? Mir persönlich fehlt eigentlich gar nichts mehr. Es fehlt eigentlich für mich nur noch das Fazit. Aber schreib mir bitte mal in die Kommentare, wie du das siehst, bevor ich jetzt ein Fazit mache und es irgendwie noch zwei, drei wichtige Kategorien gibt, die ich bis dato nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen schreib mir da bitte auf jeden Fall deine Meinung jetzt in die Kommentare, bevor es zu spät ist. Können wir jetzt zum Fazit kommen oder fehlt noch was? Vielleicht habe ich ja irgendwas Wichtiges vergessen. Ich wollte eigentlich noch eine Folge machen, wie verhalten die Pfeile sich bei Robin Hood Treffern und wie kriegt man es danach wieder repariert? Aber das ist allgemein ein sehr schwieriges Thema. Die Pfeile kriegst du nicht repariert. Egal welchen. Ob dir so ein Robin Hood Schuss mit so einem alten Alu-Pfeil und Polymernocke passiert oder mit einem hochwertigen Carbon-Pfeil vom Bale sogar, es spielt keine Rolle. Der Pfeil ist danach vermutlich im Arsch. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen kann man da wirklich was reparieren. Den hier zum Beispiel würde ich auf jeden Fall sofort wegschmeißen. Der Schaft ist angebrochen, die Nocke ist weg, tschüss, weg mit dem. Und selbst der hier, der Bale Bullet, den würde ich sogar auch entsorgen, denn man könnte die Nocke zwar wieder glatt feilen, aber wie man sieht, das Carbon ist da auch schon gesplittert. Es ist also letztendlich davon auszugehen, wenn man einen Robin Hood Schuss macht, völlig egal mit welchem Pfeil, das gilt auch für deine Pfeile, die verbiegen sich nämlich dann ist der Pfeil hinüber. Das ist so, das war immer schon so, selbst bei Robin Hood Zeiten, deswegen heißt er ja so. Und daran können wir nichts ändern und die Pfeilhersteller leider auch nicht. Es gibt noch eine Folge, die gegebenenfalls dazukommen würde, vielleicht. Und zwar ist das der 120er Präzisionstest auf 20 Meter. Schreib mir auch da bitte mal in die Kommentare, ob du das unbedingt sehen willst. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir zu bedanken fürs Zuschauen. Hat mich riesig gefreut, dass du diese Woche auch wieder dabei warst. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du nächste Woche auch wieder hier bist. Hier bei MAG, Modern Archery Germany. Outro! Metallmagazin, 120 Pfund und es geht los, aber auf die Zielscheibe, nicht auf den Rest. Oh no! Jo, das passt, damit bin ich zufrieden. Bis auf der eine, der war echt schlecht. Aber habe ich schon beim Abziehen gemerkt, das war ein Schützenfehler. Mist, Mist, Mist. Und wir haben hier echt wieder Wind, na, man sieht's hier. Relativ wenig Wind und hier wurde es dann stärker. So, und wo jetzt hier der Pfeil gelandet ist. Naja. So, ich suche den jetzt mal und euch noch einen schönen Sonntag. Bis denne und ciao, bis nächste Woche.